Am 14. Dezember wird die Predator-Mission aus Ghost Recon Wildlands komplett entfernt und kommt, so wie es aussieht, auch nicht wieder. Um dem Predator noch einmal Respekt zu zollen, schauen wir uns die komplette Mission noch einmal an und schauen uns auch die einzelnen Stationen der Mission im Detail an. Los geht's! Auf meinem Kanal dreht sich übrigens auch sonst alles nur um Ghost Recon. Wenn du darauf Bock hast, dann lass mir gerne ein Abo da und aktivier die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Die Predator-Mission findest du in der Einsatzübersicht von Kaimanis. Dort heißt die Mission: Der Dschungel bewegt sich. Geht's Ihnen gut? Ich weiß es nicht. Es hat sie getötet. Es hat alle getötet. Es? Sie meinen er? Nein. Es. La Jungla. Der Dschungel in Caimanes. Er wurde lebendig, griff um sich und zog sie ins Inferno. Und wie sind Sie entkommen? Bin ich nicht. Es hat mich verschont. El Monstruo hat gespürt, dass ich harmlos bin. Ansonsten liegen hier noch ein paar Leichen rum. Ich sehe hier zumindest eine, zwei, drei Leichen, die alle, so wie es aussieht, von der Unidad stammen. Oh, hier haben wir noch eine Leiche. Und noch ganz viele Leichen. Mein Gott. Seht ihr, Jungs, das? Das war keine Machete. Zu klinisch. Zu sauber. Ja, hier haben wir die erste Station auf dem Weg zum Predator. Eine Art Trophäenaltar. Drohne fliegt. Und wir hören auch bereits im Hintergrund das charakteristische Klackern des Predators. Weiter geht's zur zweiten Station. Hier hören wir wieder das Klackern und da sehen wir schon gehäutete Leichen, die von den Bäumen hängen. Und hier das Blut. Was ist mit denen passiert? Ich habe ja schon wirklich üblen Kartellscheiß gesehen, aber das... Sicher mit dem Kartell? Na, wer sonst? Schauen wir uns die Leichen doch mal noch genauer an. Wie gesagt, die Mission wird bald weg sein. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, ist sie vielleicht schon weg. Ganz viele Raben, die sich hier teilweise auch schon scheinbar an den Leichen gelabt haben, an den Bäuchen. Oder die Gedärme sind einfach so rausgefallen, kann natürlich auch sein. Ihr seht ja übrigens auch, falls ihr es nicht bereits bemerkt habt, ich habe mich zur Feier des Tages
auch extra in mein Ghost Recon Wildlands Predator Outfit geschmissen. Um dem Predator halt, wie gesagt, noch einmal eine letzte Ehre zu erweisen. Bevor er dann letztendlich nicht mehr in Ghost Recon Wildlands in Bolivien anzutreffen ist. Und hier haben wir die dritte Station, das Raumschiff oder die Landekapsel, wie auch immer man das Teil hier nennen mag, des Predators. Predator. Leute, was zum Teufel sehe ich hier? Das ist... Ist das echt? Inwiefern? Fuck, wenn ich das wüsste. Und um dem Ganzen nochmal eins draufzusetzen, noch der Schrei des Predators, und hier beginnt auch bereits die, ja, die Predator-Kampfmusik, nenne ich sie mal. Hört aber nach einer kurzen Zeit wieder auf. Ja. Jetzt haben wir eine etwas längere Strecke vor uns, bevor es dann an der vierten und letzten Station zum letztendlichen Kampf mit dem Predator kommt. Aber halt, was sehen wir hier? Irgendetwas Grünes, Leuchtendes auf einem Blatt. Was mag das wohl sein? Hier auch, hier links. Ich sehe irgendwas. Wie ist die Konsistenz? Soll ich das etwa anfassen? Sieht fast so aus wie Blut. Egal, womit wir es zu tun haben, jetzt wissen wir, es kann bluten. Und wie es blutet. Wir können es töten. Hier haben wir noch mehr davon. Hier gibt es noch mehr Blut. Und wir folgen hier der Blutspur. Eine weitere Leiche und natürlich noch mehr Blut. Und die Präsenz des Predators wird immer deutlicher, je weiter wir seine Blutspur verfolgen. Waffen runterlassen. Was zum Teufel ist das? Furcht einjagen. Und da hat er noch einen weiteren Unidad-Soldaten weggesnackt. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben! Wir rufen jetzt hier einmal Verstärkung, Verstärkung gebeten. Und noch eine Ablenkungseinheit etwas tiefer ins Gebiet. Ins Kampfgebiet. Und dann rücken wir ihm, unserem Freund, dem Predator, ein bisschen auf die Pelle.
Ansonsten werde ich hier die gleiche Taktik benutzen, wie ich sie auch schon in meinem Predator-Tutorial vor einiger Zeit gezeigt habe. Bereit machen. Feuer! Hab verstanden. Dass es dunkel wird, ist natürlich ein bisschen nachteilig, weil man den Predator dann echt schlecht sieht. Und die Pistole ist auch nicht gerade die stärkste. Ich kann das einmal kurz zeigen. Ich benutze hier die 5.7 USG auf Stufe 30. Ich habe den Predator zwar schon einmal auf Stufe mit Pistole besiegt, allerdings mit einer Digi, auf die Ärsche, die fast dreimal so viel Schaden macht. Yo, sammeln! Roger, in Bewegung! Shit, die haben uns! Ja, komm! Zeig dich ein bisschen länger! Man kann ihn übrigens, wie ihr seht, nicht im Nahkampf besiegen, denn sobald man ihm zu nahe kommt, tarnt er sich und springt in die Baumkronen. Ist das echt? Ich wollte nur mal sehen, wie der aussieht in der Predator-Tarn, in der Predator-Wärmebildansicht. Alle bereit? Feuer! Roger! Ich glaube, ich mache mal den Schalldämpfer ab. Der Anfang des Kampfes ist immer ein bisschen zäh, während gegen Ende des Kampfes ziemlich hektisch wird. Hab übrigens auch den Predator Laser, ich weiß gar nicht, ob man das auf YouTube gut erkennen kann. Ah, hier, hier. Mit den drei Punkten. Es ist auch ein kleines bisschen unrealistisch, dass man ihn halt nicht mehr treffen kann, wenn er dann mal getarnt ist, nachdem er geschossen hat oder sich breit gemacht hat zum Schießen. Während man ihn hier manchmal noch treffen kann, während er hier so getarnt rumläuft. Aber mein Gott, ich werde diese Predator-Mission vermissen. Ich habe ihn echt gern auch zwischendurch mal... Hab auch gern, also extra für diese Mission, Wildlands angeschmissen, um den Predator nochmal zu besiegen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den besiegt habe insgesamt. Aber als alter AVP-Fan
Aliens vs. Predator. Ist die Mission halt eigentlich ganz cool. Halt schade, dass die Lizenz ausläuft. Oder ist das echt? Je nachdem, wann ihr dieses Video seht, schon ausgelaufen ist. Ist das echt? Nee, kommt hierher. Bei mir sammeln. Kameraden, da hinten ist halt ein... kannst nicht sehen, weil die Drohne geblockt ist. Aber hier hinten ist halt ein kleines Santa Blanca Lager. Die Kameraden gehen mit dem Feuerbefehl gerne dorthin. Was nicht so vorteilhaft ist. Hätt's mich nicht erwischt. Alles wird gut, hörst du? Ich bin unterwegs. Gottverdammt. Ah, jetzt sind die Intervalle zwischen seinem Erscheinen und Schießen schon ziemlich kurz. Und da kommen Santa Blancas. Das ist gar nicht gut. Kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Ich renne hier komplett ohne Deckung rum, ist auch nicht gut. Ich hab dich, halt einfach durch. Oh shit, das tut immer noch weh. Aber wir müssen ihn bald haben. Mann am Boden! Halte durch, ich... Shit, Mann am Boden! Mann, das merke ich morgen früh noch. Wenn wir ihn haben, dann schauen wir ihn uns auch noch einmal komplett... Ach, Santa Blanca. Wolltest du mich verbluten lassen? Also wenn wir ihn haben, dann schauen wir uns noch einmal komplett im Fotomodus an. Da hinter dem Hügel. Das hat aber gedauert. Santa Blanca sind halt auch da, das ist schlecht. Boah! Alter! Kommt der einfach um die Ecke spaziert. Das war's. Schauen wir jetzt noch einmal im Fotomodus das Biest an. Sehr schön. Hier auch noch mit einer Wirbelsäulen-Trophäe. Keine Schädeltrophäen. Nur eine Wirbel. Ah, doch, hier vorne. Aber nur kleine Schädeltrophäen. Und eine menschliche Wirbelsäule, so wie es aussieht. Könnte natürlich auch von einem Tier sein. Die Schulterkanone. Ja. Das schauen wir uns auch noch einmal an hier. Schauen wir mal gerade, in welche Richtung wir laufen müssen. okay, Westen oder Osten. Oder Süden. Oder Norden. Ist eigentlich egal, in dem Fall. Das. Können wir doch auch nochmal hier
schauen wir ihm noch einmal in den Hals. Machen vielleicht noch einen Screenshot. Zack. Ja, dann. Leute. Ab geht's. Rennt! Ich glaube, wir sind zu spät losgelaufen. Ja. Aber ihr habt alle Einzelheiten der Predator-Mission gesehen. Und ja, das Ende, wenn man aus dem Kreis rauskommt, schneide ich euch jetzt hier noch einmal hin. Und dann erwarte ich mit Freuden euer Abo und dann sehen wir uns demnächst auf meinem Kanal. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Wir haben Verluste. Ich hab dich. Halt einfach durch. Bin auf dem Weg. Was zur Hölle war das? Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Das merke ich morgen früh noch.